Seifenblasen. Wie, ich denke mal, viele von euch sicherlich auch, begeistern mich Seifenblasen von Kindesbeinen an. Damals beim Seifenblasenwettbewerb galt, wer seine Seifenblase am längsten am Leben erhalten konnte, der hatte gewonnen. Und dementsprechend hat natürlich auch jeder relativ schnell seinen eigenen geheimen Masterplan ausgeheckt, um die optimale Seifenblase zu kreieren. Aber was ist überhaupt diese optimale Seifenblase und wie entsteht sie? Dieser Frage möchte ich gemeinsam mit euch rund 13 Jahre später auf den Grund gehen. Für die optimale Seifenblase brauchen wir natürlich das perfekte Seifenwasser. Die genauen Rezepturen der einzelnen Firmen sind natürlich streng geheim, aber in einem sogenannten EG-Sicherheitsdatenblatt habe ich folgende 4 Inhaltsstoffe gefunden. Eine wässrige Lösung an ionischer Tenside, Biostabilisatoren, Lösungsmittel und ein Polymergemisch. Die wässrige Lösung anionischer Tenside bildet erstmal unsere Basis, denn das Wasser hat eine Oberflächenspannung und dadurch ein elastisches Verhalten, was wir als wichtige Grundvoraussetzung brauchen. Hier haben wir nämlich Anziehungskräfte mit ziemlich kleiner Reichweite aufgrund von den Wassermolekülen. Und wenn wir jetzt unsere anionischen Tenside, also waschaktive Substanzen oder ganz einfach Spülmittel hinzugeben, dann schieben sich diese Teilchen, wie ihr das hier auch sehen könnt, zwischen die Wassermoleküle und setzen die Oberflächenspannung auf ein Drittel herab. Dadurch erhalten wir dann eine elastische Membran und diese können wir dann durch solche Ringe anheben. Wir erhalten eine Doppelmembran und diese können wir dann Luft einpusten. Um jetzt an dieser Stelle schon eine kleine Optimierung vorzunehmen, habe ich allerdings destilliertes Wasser genommen, denn dadurch habe ich nicht das Problem, dass es Kalk gibt, der meine anionischen Tenside bindet. Jetzt können wir noch die restlichen Sachen hinzufügen. Also einmal ein Polymergemisch. Hier habe ich nur ein Polymer mitgebracht, das kennt ihr alle, das ist die Saccharose, der einfache Haushaltszucker. Und dann brauchen wir immer noch unser Lösungsmittel und das ist der Alkoholglycerin. Die Biostabilisatoren, die ihr hier noch seht, die brauchen wir tatsächlich nicht, denn wir haben ja weder eine längere Lagerung vor, noch irgendwie den Verkauf und das würde das Ganze einfach nur konservieren. Die anderen Stoffe, die waren jetzt allerdings noch notwendig, denn die verdicken das Ganze. Somit haben wir jetzt eigentlich schon eine sehr gute Seifenlauge. Und ihr seht, sie funktioniert. Man kann damit schon Seifenblasen machen. Aber das ist uns jetzt natürlich noch nicht genug. Wir wollen das Ganze ja noch optimieren. Hierzu habe ich mir 3 Ziele gesteckt. Und zwar Lebensdauer, Form und Größe. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was für euch den Ausschlag für die optimale Seifenblase geben würde. Ich beginne mit der Lebensdauer, denn ich finde, Seifenblasen sind immer auch so ein Zeichen für die Vergänglichkeit und dann ist es doch umso interessanter herauszufinden, wie man diese Vergänglichkeit aufhalten kann. Dazu müssen wir uns fragen, warum platzen Seifenblasen überhaupt? Wenn sie jetzt nicht hier im Raum irgendwo gegen Stühle oder Bänke fliegen, dann haben sie genau 2 Probleme. Das eine ist mal die Gravitation. Denn diese zieht die Seifenlauge in den typischen bunten Schlieren nach unten. Und dann haben wir das Problem, dass sie oben sehr dünn wird, unsere Seifenhaut, und unten das Gewicht irgendwann nicht mehr halten kann. Und dann kommt jetzt der zweite Effekt hinzu, und zwar die Verdunstung. Denn zusätzlich verdunstet vor allem oben, wo eben meistens die Sonne auch hinkommt, das Wasser aus der Doppelmembran, obwohl wir eigentlich die anionische Schutzschicht auch noch haben, aber das hält nicht alles ab. Und dadurch wird die oben meistens so dünn, dass sie letztendlich platzt.
Das heißt, wenn wir dieses Platzen nun aufhalten wollen, dann hat man zwei Möglichkeiten. Die eine Idee ist, man stoppt jetzt mal die Gravitation. Das geht hier auf der Erde allerdings relativ schwierig, beziehungsweise gar nicht. Aber zum Glück hatten auch schon Schüler vor mir diese Idee und zusammen mit einem relativ bekannten Astronauten, Alexander Gerst, hat man dann herausgefunden, dass Seifenblasen auf der ISS 2 bis 3 Mal so lang leben wie hier auf der Erde. Die zweite Idee, die hat sich dann schon besser umsetzen lassen. Wir müssen einfach die Verdunstung reduzieren. Hierzu habe ich dann selber ein Experiment gestartet. Einmal habe ich an einem sonnigen Tag bei 28 Grad Celsius bei direkter Sonneneinstrahlung Seifenblasen gepustet. Diese hielten dann ungefähr 1,16 Minuten. Dann habe ich das Ganze in der Dämmerung bei 25 Grad wiederholt. Und hier hielten sie dann bereits 2,55 Minuten im Durchschnitt. Am längsten hielten sie allerdings, als ich sie in eine Plastikbox eingeschlossen habe, um die Verdunstung so gering wie möglich zu halten, nämlich 4,54 Minuten. Das Beste, oder was ich denke, das wahrscheinlich am besten funktioniert hätte, konnte ich leider nicht ausprobieren, denn das wäre das Einfrieren gewesen. Und dazu hätte ich minus 10 Grad Celsius benötigt. Kommen wir nun also zu dem zweiten Ziel, und zwar zu der Form. Hier haben wir leider nicht ganz so viel Spielraum, denn wie ihr schon seht, es gibt sehr viele verschiedene Formen von diesem Pusterring, das Ergebnis ist aber immer das gleiche, nämlich eine Kugel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Unsere Seifenhaut besitzt aufgrund von ihrer Oberflächenspannung eine gewisse Oberflächenenergie und diese ist umso größer, je größer die Oberfläche wird. Nun hat unsere Natur aber die Eigenschaft, dass sie die Energiearmut als Optimum hat. Und dadurch versucht die Seifenhaut immer für ein gegebenes Volumen die kleinstmögliche Oberfläche zu bilden. Und das ist in dem Fall einfach eine Kugel. Wenn wir nun aber trotzdem andere Formen haben wollen, dann können wir ein bisschen tricksen. Hierzu habe ich euch solche Konstruktionen mitgebracht. Allerdings bildet sich auch hier immer die Minimalfläche, das heißt, es kommt meistens was anderes raus, als man das zuerst vermuten würde. Ein Beispiel könnt ihr hier sehen und anhand von der Pyramide würde ich euch das gerne noch einmal selber zeigen. So. Das ist wahrscheinlich von hinten relativ schwierig zu sehen, aber das Ganze geht nach innen und bildet hier insgesamt in so eine Form und spannt sich eben nicht in die gegebene Fläche ein. So. Nun haben wir ja eigentlich nur noch eine letzte Optimierungsmöglichkeit, nämlich die Größe. Und hier wollte ich unbedingt so groß wie möglich werden. Und dazu habe ich dann gleich gegen zwei Optima gearbeitet. Das erste ist, dass unsere Seifenblase im Inneren einen gewissen Druck hat. Der ist sehr wichtig, damit unsere Seifenblase stabil bleibt. Und dieser berechnet sich wie folgt. Und zwar ist P das Ergebnis aus der vierfachen spezifischen Oberflächenenergie geteilt durch den Radius. Das heißt, wie auch schon der Graph es euch anzeigt, je größer der Radius wird, desto kleiner wird dieser für uns so wichtige Druck. Und das zweite Problem, das hatte ich bereits angesprochen. Wir haben das Optimum der Energiearmut. Das heißt, unsere Natur möchte eigentlich kleine Seifenblasen mit möglichst kleiner Oberflächenenergie. Und um das dann trotzdem zu schaffen, habe ich zu einem kleinen Trick gegriffen. Ich habe nämlich für mein Polymergemisch Zuckerrübensirup verwendet. Das Ganze schaut dann so aus, eigentlich recht unappetitlich und irgendwie ganz komisch trüb. Es funktioniert aber sehr gut, denn zusammen mit dieser Konstruktion aus Stecken und Schnur kann man dann solche Seifenblasen hier ziehen, indem man das einfach so durchzieht. Und das sind dann schon ziemlich große geworden. Ihr seht also, wir sind jetzt in der Lage, für jede Lebenssituation die optimale Seifenblase zu finden. Die Frage ist es nur, wem nützt das überhaupt? Tatsächlich ist es so, dass wir nicht nur in der Kunst oder in der Therapie Anwendungen für Seifenblasen finden. Auch in den Wissenschaften sind sie sehr begehrt. Zum Beispiel
versuchen Mathematiker anhand ihrer natürlichen Minimalfläche komplexe räumliche Probleme zu lösen. Dann interessieren sich die Physiker sehr für die Lichtbrechung oder die Kräfte zwischen den Teilchen und Chemiker benutzen sie zur Produktoptimierung, zum Beispiel vom Bauschaum. Hinzu kommt, dass die Architektur sie auch verwendet, um zum Beispiel solche Gebäude zu errichten. Das ist jetzt ein Gebäude in München, und zwar die Olympiahalle. Und sie schaffen es ja durch die Forschung sogar in den Weltraum. Ihr seht also, Seifenblasen sind nicht nur irgendeine Kinderspielerei, die uns mal interessiert hat, sondern sie zeigen uns die Naturkräfte in ihrem Optimum und sind dadurch für die Wissenschaft sehr wichtig. Die optimale Seifenblase ist also bedeutender, als man das vielleicht am Anfang glauben könnte. Dankeschön.